Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von GoldenEye Rogue Agent. Ja, wir sind in sowas wie in ein Badehaus gekommen. Und jetzt gibt's Triaden. Ah, hier haben wir nochmal ein Scharfschützengewehr. Wie kommt's? Los, ich hab euch erwischt. Scheiße, ich treffe hier nichts. Nehmen wir jetzt mal das Scharfschützengewehr. Oh, ich liebe dieses Gewehr. Es sieht einfach nur so geil aus. Wir haben sogar noch ein bisschen Munition. Weg mit dir. Erreiche die Dächer. Drüben ist wieder jemand. So. Wir können nicht übers Wasser gehen, denn unser Hauptprotagonist hat Angst vor Wasser, oder? Ja, kannst du nicht schießen oder was? Alter. Jo, komm. Ich noch mal eine Waffe rum. Wie viel Munition kann ich davon mitnehmen überhaupt? Aha. Oh, bleib doch mal stehen. Jeden anderen COD, da bleiben die Gegner permanent stehen und warten, bis sie abgeknallt werden. Und hier haben sie Jagdwurst gefressen. Alter, diese blöden Badewannen, ey, die stehen überall rum. Ah, ich habe keine Panzerung mehr. Hier rein. Aha! Das wusste ich auch noch nicht. Man lernt nie aus. Nee, bleib drinne. Na. Du auch. Geh nämlich gar nicht hier. Soll ich benutzen? Ja. Das Scharfschützengewehr ist richtig geil, ey. Oh, ey, wollt ihr mich verarschen? Komm. Ey, halt. Und das verliere ich. Der hat mich einen Bitch-Slap gegeben. Blöde Fatze, Alter. Ich weiß, ich sollte solche Ausdrücke nicht verwenden, aber trotzdem. Man merkt, dass ich da auch wieder etwas aggressiv werde. Ja, komm. Weil diese Türen jedes Mal zugehen, ey. Und das muss dann wirklich nicht sein. Versuchen wir mal so. Ey, Alter!
Wäre geil, wenn ihr mal kommen würdet, ihr blöden scheiß Triaden-Wichser, ey. Bastarde, ey. Wie, das gibt's doch nicht. Ey, ich kann hier nicht gescheit zielen, wenn ihr mir ständig hier irgendwo... Jetzt reicht's, ich brauch hier, damit ich Granaten schmeißen kann. Ah, so schnell? Ich hatte damit gerechnet, dass der mehr aushält. Aber egal, ich nehme jetzt die Waffe noch mit. Ist jetzt zu Ende? Oder müssen wir... Ich glaube, wir müssen hier sowieso noch das... Dach räumen. Euer Chef ist tot. So. Du darfst weiterleben. Ich habe dich nur niedergeknüppelt. Okay. Was sagt? Hm? Das sind keine... Aber sobald wir drüben sind, spawnen sie. Ja? Ja, komm. Ist vielleicht taktisch unklug, nämlich dieses Scharfschützengewehr immer noch mitzuschleppen. Aber was soll's. Eins. Du schießt nicht. Ja, Schätzchen, werde ich machen. Alter, wenn ich wüsste, zerstören sie die Flugzeuge. So, eins ist weg. Mein Schatz, du stehst überhaupt nicht unter Beschuss. Die zielen auf mich. Auf hoher Distanz. So. Haben wir es jetzt geschafft? Hä? Wo ist es hin? Oh oh. Ich glaube, das ist Dr. No, wenn ich mich recht erinnere. Der Arsch will's wissen. Ey, du Mistkerl. War mehr, Mann. Alter. No. Komm, explodier, du blödes Scheißteil, ey. Er wundert sich, dass es nicht explodiert ist, obwohl er da in die Richtung geschossen hat. Hab ich getroffen? Alter, ey, wie viel hältst du denn aus? Oh nein, falsche Waffe. Wo ist der hin? Dass ich verpisst? Okay, ich habe Dr. Noahs Flugzeug zerstört. Schon wieder ein neues. Okay, jetzt geht's weiter. Habe ich vergessen zu sagen, dass der Charakter, den wir hier spielen, nicht springen kann. So, hier.
Ey, so viel wie wir von seinen Schergen schon erledigt haben. Dieses Level endlich ein Ende. Hä? Hier, oh, hier geht's lang. Keine Tür auf. Doch, oder? Muss doch irgendeine Tür aufgehen. Oder ist das die Tür? Oder müssen wir hier runter? Ja. Der letzte Gedanke ist immer meistens der richtige. So, aus die Maus. So viele hier, um mir den Weg zu versperren. Alter, schmeiß doch die Waffe nicht weg. Ach stimmt, hier ist nämlich das Finale, wenn ich mich recht erinnere. Ah ne, du bleibst erstmal da. Wieso treffe ich denn nicht? Was ist das? So. Das werden wir wahrscheinlich, glaube ich, noch brauchen. Weil ich glaube nämlich, hier kommen noch mal die Flugzeuge von Dr. No. Fragt man sich nur noch, wo Dr. Yes ist. Ich hoffe, jemand versteht die Anspielung. Nicht, wenn ich mich so wie ein totaler Idiot vorkomme. Alter, ey. Das ist total unfair. Was war das jetzt so? Ey! Alter! Na klar, hier laufen noch welche von diesen Arschlöchern rum. Ey, Alter! Ich muss da hoch, ey. Ficken mich hier. So, jetzt aus die Maus hier. Wo ist der? Scheiß Heli. Piss dich. Oh, sind's noch mehr? Kommt, schick mir noch Panzer auf. Ja, auf mich. Wenn du schon dabei bist, Mann. Ich... Alter! Warum gibt mir die Munition hier? Mann, ey! Schießen jetzt erstmal so ab. Mal sehen, vielleicht klappt das ja, dass ich wenigstens ein Heli schon mal ausschalte. Oder auch nicht, weil ich verrecke hier schon wieder. So geht's natürlich auch. Gehen wir am besten gleich da hoch, bevor ich jetzt hier irgendwo noch wie ein Bekloppter wieder rumlaufe. Oder sind die Typen hier noch nicht gespawnt? Ne, die sind noch nicht gespawnt, die Arschlöcher. Ich
Müsste vielleicht mal an die Sensibilität mal ein bisschen rumschrauben. Ah, hier ist Panzerung. Ich glaube, die Panzerung lassen die meistens nur fallen, wenn man Headshots verteilt. Kann mich auch irren, wer es kennt, der kann es ja ruhig gerne in die Kommentare schreiben. Mich eigentlich wieder anders hinsetzen, aber mache ich jetzt nicht. So, jetzt reizt aber auch langsam mal mit euch. Jetzt sind sie gespawnt da oben. Wie hole ich mir jetzt? Ja, klar, hier, Mann. Dass ich die meisten Kugeln auch vorbeischieße, also das. Ey. Die blöden Arschgeigen, kommt jetzt endlich mal. So, wo ist jetzt dieser scheiß bekloppte Heli hier? Kein Schuss davon hat gesessen. Komm her hier, du. Bist du? Ey, das ist ein Krampf hier mit diesen Fahrzeugen und Flugzeugen etc., ey. Och, hier. Kein Bock hier mehr. Ich werde jedenfalls versuchen, pro Wochenende immer eine Mission zu schaffen. Ja, Leute. Oh. Wir haben es geschafft. Hongkong ist durch. Bevor ich jetzt auf Überschreiben gehe, will ich den Part beenden. Oh. So, bevor ich jetzt Agent im Kreuzfeuer noch anfangen werde, werde ich erstmal das Szenario von Dynasty Warrior 5 Empire zu Ende machen. Ja. Leute, da bedanke ich mich schon mal beim Zusehen und wie gesagt, ich werde versuchen, nämlich pro Wochenende von diesem Spiel mindestens eine Mission zu schaffen, weil die Level strecken sich nach einer Zeit immer mehr und werden auch immer schwieriger. Das habt ihr ja selbst gemerkt. Da bedanke ich mich beim Zusehen und haut rein und ciao.